Ihr rasender Reporter Markus Hugmann berichtet heute wieder aus Absurdistan. Und es ist ein bisschen merkwürdig hier, meine Damen und Herren. Das muss ich wirklich sagen. Mir ist ein bisschen mulmig, denn hier herrscht ein Pharma-Rausch. Alle sind total besoffen, total strange, irgendwie eine seltsame Stimmung. Ich hoffe, dass ich hier nicht allzu lange verweilen muss, denn das ist ja alles ein bisschen unberechenbar, was hier passiert. Es herrscht der sogenannte Corona-Pharma-Rausch. Es gibt offenkundig ein Medikament oder die Hoffnung auf ein Medikament, dass dieses Virus, das hier in Absurdistan grassiert, namens Coronavirus, irgendwie besiegt werden könne. Und da hat eine amerikanische Firma, aus Absurdistan, Gilead, hat heute einen Test vorgestellt oder Testergebnisse gebracht, wo man 123 Patienten mit dem merkwürdigen Medikamentennamen Remdesivir behandelt hat. Das ist kein isländischer Vulkan oder so, sondern es ist ein Medikament, das eigentlich in anderen Zusammenhängen irgendwie schon mal verwendet wurde. Jetzt ist dieses Medikament ausprobiert worden an 123 Patienten, die dieses Coronavirus haben, und davon sind nur 2 gestorben. Das müssen Sie sich einmal vorstellen durch dieses Medikament, nicht? Stellen Sie mal vor, ich wäre ein Arzt und da kommen 123 Patienten zu mir mit einem Schnupfen und es sterben nur 2. Dann bin ich gewissermaßen ein Wunderheiler, gell? Also das ist so ein bisschen die Relation. Man hat leider keinen Placebo-Test gemacht. Das heißt, man hat nicht den anderen Patienten zum Beispiel ein Placebo gegeben und denjenigen mit dem Test eben Remdesivir. Dadurch ist es ein bisschen unbestätigt, müsste man sagen. Schauen wir uns mal hier dann an, was dieser Konzern Gilead selber gesagt hat. Da gibt es keine Evidenz, die statistisch belastbar wäre. Und man muss abwarten, wie jetzt die weiteren klinischen Erprobungen funktionieren. Übrigens wäre selbst im Erfolgsfall, würde das eben nicht dazu führen, dass die Transmission, also die Ansteckung unterbunden würde und dass es eben nicht in irgendeiner Form erwiesen ist, dass die Heilung sich dann beschleunigt. Aber das hat die Finanzmärkte hier in Absurdistan überhaupt nicht interessiert. Stellen Sie sich das einmal vor, gell? Also man ist hier praktisch im Rausch und dann kommt so ein Ernüchterer und dann sagt man sich, ja, was hat das mit uns zu tun? Das interessiert uns nicht und dementsprechend geht es nach oben, vielleicht auch, weil heute kleiner Verfall in Absurdistan ist. Die Aktie von Gilead Sciences ist übrigens massiv nach oben gegangen, weil diese Nachricht so großartig ist und wir ja ganz sicher bald in Absurdistan diesen Impfstoff, dieses Medikament haben. Also, das ist wirklich großartig. Und dann haben wir hier leider auch ein paar Konjunkturdaten bekommen aus China. Das ist das Land, wo da dieses Virus das erste Mal aus dem Labor aufgetreten ist. Schauen wir uns einmal an, was da passiert ist. Ich wollte das BIP zeigen. -6,8%. Das ist das Schlechteste seit 1992. China zeichnet seit 1992 erst seine Daten auf, also das Schlechteste, was die jemals abgeliefert haben, wegen dieses Covid-19. Wir haben dann ein paar andere erfrischende Daten. Industrieproduktion etwas besser als befürchtet, mit nur -8,4, aber Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze, die sind um 19% gefallen. Das ist deutlich schlechter als die -12,5%. Das wird bedeuten, hier sehen Sie ein paar Grafiken, auch Property Investment. Das wird bedeuten, dass wir gewissermaßen so eine Deflation von China aus in die Restwelt exportiert bekommen, auch nach Absurdistan. Schauen wir uns nochmal an, was in China Absurdistan am auffälligsten war heute. Da hat man nämlich festgestellt, dass in Wuhan ein paar tausend Tote mehr sind, nämlich 1290. Die hat man entdeckt wahrscheinlich, die waren irgendwo versteckt. Die Toten verstecken sich ja mal gerne und dann hat die einer entdeckt, du schaust einmal, das sind 1290 Tote. Wahrscheinlich ist in echt noch ein Null dran zu hängen in Wuhan, aber sei es drum, in dem Worldometer sieht es dann so aus, da sehen wir diese 1290 Toten bei China. Auffällig ist, dass jetzt Türkei zum Beispiel auch langsam kommt, dass Brasilien stark zunimmt, dass solche Länder auch wie Portugal jetzt langsam nach oben gehen. Also wir sehen, dass sozusagen diese Pandemie langsam ein bisschen sich verbreitet und immer krasser wird. Facebook, und das ist vielleicht ein Hinweis, was auf uns zukommt auch, hat alle
Large Gatherings, also Massenveranstaltungen, jetzt bis Juni 2021 abgesagt. Es wird wahrscheinlich in diesem Jahr auch in Absurdistan keine Massenveranstaltungen geben, zumindest nicht im Sommer. Aber wir haben Sedonald und Sedonald ist neben diesem Heilmittel, diesem Wundermittel, der zweite Treiber dieser wunderbaren Rallye. Und wir sehen, er hat gesagt, we opening up America again. Und er hatte dann gesagt, okay, schauen wir dann mal, wie das geht. Je nachdem, je nach Bundesstaat. Damals hat sie Donald doch dann stillschweigend eingestanden, dass das eine Machtkompetenz der Gouverneure ist und nicht des Präsidenten. Er sprach ja vorher sozusagen von einer Meuterei. Jetzt hat er in die Verfassung geschaut oder genauer gesagt, seine Berater haben in die Verfassung geschaut, weil das Lesen, das ist nichts für den Donald, gell? Der braucht da mal kurze Informationen, nicht so Buchstabensalat, gell? Und jetzt hat er festgestellt, okay, das ist möglich, dass wir langsam wieder loslegen. Alles ein bisschen unspezifisch, weil man halt nicht weiß, wer was wie macht. Aber natürlich ein klares Motiv für eine Hoffnungsrallye. Schauen wir uns mal an, was da eigentlich passiert ist bei dem Leitindex S&P 500. Der ist lange so in der Zone 2800 gewesen. Das ist das 50er Retracement des Abverkaufs vom Top aus Februar bis eben dann dem Tief im März. Kein Zufall also. Und natürlich Zufall, dass die Aktienmärkte jetzt nach oben gehen am kleinen Verfall. Wenn wir uns mal anschauen, die Aktienmärkte sind jetzt ungefähr so gestiegen wie die Fed-Bilanz. Liquidität wird das Coronavirus besiegen. So viel ist klar. Wir sehen das übrigens auch groß. Also Wachstumswerte so stark zulegen können zu Value wie zuletzt in der Dotcom-Blase. Jetzt haben wir interessanterweise gesehen, dass gestern ja vor allem dann zum Handelsschluss der S&P, die US-Märkte, die Wall Street nochmal deutlich gestiegen sind. Der S&P 500 mit einem Plus von 0,5%, aber 70% des Volumens, das an der New York Stock Exchange gehandelt wurde, ist dann in Aktien geflossen, die gefallen sind. Das gab es zuletzt nur zweimal in 58 Jahren, nämlich im November 2007 und Oktober 2008. Das war nach meiner Auffassung kurz vor und mitten in der Finanzkrise. Aber wir nehmen das nicht so genau. Jetzt schauen wir uns einmal an, was an den Märkten passiert ist. Hier sehen Sie den Dow Jones. Da ist es nach oben gegangen und dann gleich mit einem Gap, weil ja dieses Wundermedikament so wundersam ist. Und dann haben wir uns da oben gehalten. Es ist wirklich genial, die Charts von Capital.com. Jetzt sehen wir den DAX, der sich hält so im Bereich 10.600, macht nicht so viel wie die Amerikaner. In der Summe, wir sehen den Euro-Dollar, der aktuell bei 1,847 ist, ein bisschen schwächer. Gold kommt unter Druck. Ja, wenn es Wundermedikamente gibt, dann braucht kein Mensch mehr Gold, gell? Das ist klar, 1693 und das Kryptoteil, das ist ein bisschen, naja, auch mitgestiegen, aber kommt jetzt nicht weiter. Wir haben Aussagen von den Saudis und den Russen, die gesagt haben, wir sprechen noch einmal, wir müssen über weitere Kürzungen sprechen, weil wir sind mit der Preisentwicklung nicht zufrieden. Geil. Und das können sie nicht sein, wenn wir uns das einmal anschauen, im etwas größeren Zeitfenster, meine Damen und Herren, zum Beispiel auf 4-Stunden-Ebene. Oder gehen wir mal länger auf Tagesbasis, dann sehen wir, dass also diese Kürzung schon einen beeindruckenden Erfolg nach sich gezogen hat, was die Preisentwicklung betrifft, gell? Also das, meine Damen und Herren, das waren jetzt Nachrichten aus Absurdistan. Der Pharma-Rausch, der herrscht hier. Und ich schaue, dass ich schnell hier wieder in nüchterne Länder komme, weil das wird mir langsam echt unheimlich hier. Servus, ciao.